Herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck. Ist jetzt an der linken Seite. Wir haben eigentlich nichts großartig dran geändert. Es hat sich eigentlich recht gut bewährt, aber wenn ihr trotzdem irgendwelche Vorschläge habt dazu, könnt ihr die sehr gerne in den Comments entsprechend reinschreiben. Oder in die Comments entsprechend reinschreiben. Garrosh gegen Malfurion. Ich muss die Wild bin ein bisschen verwirrt. Es ist früher am Abend und der Tag war lang. Und da merkt man es dann doch. So, sieht recht gut aus. Druide macht immer eklige Sachen mit seinen Tierchen. Deswegen lasse ich die Starthand eigentlich mal. Hiermit kann man gut zur Not eine Karte ziehen. Wenn er entsprechend was spielt. Ich muss die Karte unbedingt mal austauschen. Die bringt eigentlich nicht viel. Beziehungsweise man braucht halt, wenn dann eine volle Hand, dass da überhaupt was kommt. Okay. Typisch Druide, er macht seine Coinspielchen. Und möchte mir schon mal zeigen, dass er einen Schaden machen kann. Sehr schön, spielt allerdings nichts. Das heißt, wir können schön hochwaffen und es steht 31 zu 31. Druide hat halt immer ein bisschen den Nachteil, er kriegt zwar hier, er macht einen Schaden, aber ich kann halt mich um zwei hochheilen. Das heißt, wir stehen im Endeffekt gleich dran. So, sehr schön. Gegen Druide perfekte Möglichkeit zum Spielen. Mit seiner Fähigkeit hat er halt eben nur die Möglichkeit, einen Schaden zu machen. Natürlich die perfekte Möglichkeit, um hier nochmal extra Karten ziehen zu können. So, aber das wird er uns natürlich entsprechend ins Gesicht geben. Auch nicht schlecht oder auch nicht blöd, weil ja. Wir haben jetzt die schöne Möglichkeit, hier entsprechend 5 Schaden in unserem Leben. Einmal hier. Einmal hier. Das war's. Und es steht 29 zu 28. So. Ja, er will ihn weghauen. Kriegt aber natürlich hier auch wieder die 4 Schaden. Macht nichts. Und wir haben hier eine weitere schöne Laufmöglichkeit für ihn. Den lassen wir noch stehen, falls er irgendwas Großes spielt. Deswegen legen wir lieber eine Waffe an. So, geben wir noch einen Schaden rein. Und dann sieht es eigentlich ganz nett und süß aus gegen ihn. So, was bringt er als nächstes? Runde 5. Was? Wo soll ich zuschlagen? Okay. Er spielt einen Tank. Jetzt wäre es natürlich schön für diese Runde, wenn wir entsprechend eine Möglichkeit bekommen. Natürlich bekommen wir die nicht. Aber wir haben hier noch 4 Schaden, die wir ausspielen können, beziehungsweise wir können sie auch über uns selber spielen. Ich überlege, ob ich noch eine extra Karte ziehen soll. Lass ich in dem Fall mal lieber sein. Ich frage mich, ob... Deswegen spielen wir zum einen ihn aus. Meine Klinge ist durstig. Wir geben uns selber ein bisschen was drauf. Look da, Ogre! Hauen wir ihn weg. Er wird dort auch ein bisschen hochgeballt. Wir können ihn auf 25 zu 23 runterhauen. So. Schön, kann weitergehen. Jetzt liegen vor allem hier mal 7 Schaden auf dem Deck. Hier sind noch weitere, können wir auch ziehen. Was tun? Ja, und zur Not spielen wir Wirbelwind und ziehen 3 Karten. Beziehungsweise mit ihm dann noch sogar eine 4. Karte. Also wir haben genügend Möglichkeiten, selbst wenn nichts Ordentliches jetzt dran liegt. Aber wir warten noch, was er jetzt bringt. Und der gute Eliana spielt. Ja, bringt ihn.
Danke. Das ist für uns eine schöne Möglichkeit. Wir kriegen noch eine extra Karte. So, immer noch 4 Schaden auf dem Deck. Ein Panther. Okay. Können wir nutzen. Habe ich denn meinen... Ach, ich habe ja meine Waffe hier mit 2. Spielen wir irgendwas aus? Nee. Dann ziehen wir einfach mal ein bisschen. Ich frage mich ob... Einmal 2 Karten, bitte. Dankeschön. Ach, 3. Lukta, Ogre! Ach, ich vergesse das immer, dass ich heute auch noch gespielt habe. Ein Yeti, sehr schön. Oder ein Feendrache. Yeti ist stark. Gefällt euch das? Schmerz. So, wir spielen den einfach mal ein bisschen runter. Wie viel Schaden haben wir? Wir haben 1, 4, 8. Und hier sind nochmal 4. 12 Schaden lenkt uns nicht. 16 sind hier. Okay, er will 2 weghauen. Ja. Und er geht direkt auf uns. Bisschen Verzweiflung. Ist immer drin. Wie spielen wir das Ganze aus? Wir haben erstmal ihn, um noch weitere Karten ziehen zu können. Wir hauen ihn raus. Als kleinen Buffer. Wir haben uns selber ein bisschen Schild. Und spielen ihn auf 22 zu 16 runter. Und können jetzt eventuell nächste Runde beenden. Schauen wir mal. 7, 8, 12, 16. Okay, er haut einen Spotter rein. Hinrichten oder schauen wir mal, müssen wir durchrechnen. Wir haben hier 4, 5, wir können hier 5 und 4 sind 9. Und ich glaube, die müssen wir jetzt so ausspielen. Wir ziehen aber mal eine Karte, vielleicht kriegen wir ja den schwarzen Ritter. Können wir das nochmal machen? Wir haben hier 7. Ja, okay, dann müssen wir uns leider hier ein bisschen buffen. Wir spielen einmal diesen. Dann ihn auf 9. Lukta, Ogre! Dann ihn schön weg. Und es steht 17 zu 10. Und wir haben Matchball. Weil wir haben 5. Ich muss das Land bewachen. Okay, wir haben immer noch Matchball. Na gut, jetzt macht er ihm Spott drauf. Und damit kriegen wir das nicht mehr weg. Gut. Aber lassen... Naja, rechnen wir es mal zusammen. Es könnte noch klappen. Wir haben 5, 6 Schaden. Wir können... Was jetzt? Ihn mit den beiden hier, das sind 6. Beziehungsweise einmal ihn, einmal ihn. Plus 2... Na, es langt nicht. Ich frage mich ob. Also wir kriegen ihn auf jeden Fall weg. Also schauen wir mal. Vielleicht. Ah! Sehr gut, unser Freund. Niemand kommt an mir vorbei. So, einmal.
Wir haben nur noch 2 Schaden, deswegen spielen wir lieber langsam. Ich muss mich entscheiden. Ja, wir machen ihn aber trotzdem. Wir haben ja noch eine andere Waffe. Dass wir ihn als Matchball haben, dass wir ihn als Matchball haben und dass wir sie als oder wo soll ich ihn zuschlagen? Als Matchball haben. Er haut sich einen Tank rein. Spielt sich noch ein Biss drauf. Na, geht direkt auf uns, das ist ein Favor. Gut. Wir müssen nur ihn wegkriegen, dann haben wir das Ganze schon. Deswegen spielen wir folgendes. Einmal Schaden auf alle. So, dann spielen wir unseren Arcanist-Matron schon. Gut gespielt. Ah! Doch, wir kriegen es hin. Ich bin unbesiegbar. Und hier noch einmal rein. So. So, Runde geschafft. Er hat gut getankt, aber hat leider nicht gelangt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, was wir dran verbessern können, schreibt diese bitte in die Kommentare. Wenn euch das Deck gefällt, könnt ihr das ausschreiben. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Runde. Ciao, ciao.